Die erste Amtshandlung des Tages. Ich setze mal den Tacho zurück. Und ja, dann lassen wir es jetzt mal laufen. Der Hafen von Saarbrücken, der Yachtboothafen von Saarbrücken. Ja, und hier ein bisschen abseits, aber doch noch mitten im Lärm der Stadt, möchte ich mal erklären, wo es hingeht. Ja, ich werde ein paar Tage jetzt unterwegs sein. Es geht nach Norden, besser gesagt zur Insel Föhr. Und wie genau ich mir das vorstelle, werde ich im Laufe des Tages nochmal erklären, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn wir vielleicht eine angenehme Pausensituation haben, werde ich mal darüber sprechen, wie ich mir das vorstelle. Ja, aktuell bei nicht so schönem Wetter geht es jetzt heute Morgen hier ab Saarbrücken die Saar hinunter in Richtung Konz. Das wird so der erste, naja, sagen wir mal halbe Tag sein, den ich vor mir habe. Und das werde ich ja jetzt annehmen. Und es ist zum Teil mein Arbeitsweg, zum Teil Wege, die ich schon mehrmals gefahren sind und dementsprechend gut kenne. Naja, aber wie gesagt, zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit sind die Wege anders. Ich bin mal gespannt, was es sich so alles entdecken lässt. Und ja, das Wichtigste ist jetzt erstmal ein paar Meter zu machen, weil mein Ziel soll heute irgendwo in der Eifel liegen und da müssen wir ein bisschen radeln, bis wir dort sind. Ja, und die erste Reparatur steht auch schon an. Hier in meiner Kamera hat sich einer der Windpuschel verabschiedet. Der liegt jetzt entweder hier in dem Holz da drin oder ist weggeflogen. Ich weiß es nicht genau. Das heißt, das wird die erste Reparatur sein, die ich, sagen wir mal so in anderthalb, zwei Stunden, wenn die erste Pause ansteht, dann durchführen muss. Es geht durch Saarbrücken hier entlang des Stadens. Das ist jetzt gerade mal so ein ruhiger Moment, weil die Autobahn hier durch Bäume und Gebüsch und Hecken abgedeckt wird. Jawohl, es geht Richtung Westspange auf den Saarradweg, der mich dann in Richtung Norden führt. Ist mir gerade so gekommen, nicht nur, dass ich hier was beruflich mit Stahl zu tun habe, ich hocke auch noch auf Stahl, denn meine Brompton Sea Line ist aus Stahl. Jawohl. So, und das hier bedeutet natürlich viel Schrott, viel Arbeit. Und hier unter der Autobahn jetzt an Völklingen vorbei in Richtung ja, Buß und Saarlouis. Ja, ich nähere mich jetzt einem Schild, da steht U4 drauf. Ja, der Radweg wird saniert. Eigentlich freut einen das. Ich hoffe nur, dass heute Morgen hier soweit alles konsistent ausgeschildert ist. Dann ist das ja, sage ich mal, ein erfreuliches Thema. Ne? So, jetzt steht hier U4. Ja, gucken wir mal. Zur Not müssen wir Komoot ein bisschen umprogrammieren. Da steht es ja schon in zwei Richtungen. Also das hier, nehmen wir mal an, dass das hier die richtige ist. Jawohl, so, ich bin in ja, Völklingen, andere Seite. Jetzt ist man kaum aus dem Haus draußen, schon weiß man nicht, wo man ist, aber okay, alles gut soweit. Ich lasse es jetzt rollen, in der Hoffnung, dass die Umleitung hier passt und dann schauen wir mal, wo wir landen. Jo, ich darf wegen einer Baustelle mal diesen Radweg testen. Also normalerweise fährt man ja da drüben, aber da ist wegen einer Baumaßnahme gesperrt. Also folgen wir dieser Seite. Gemäß Ausschilderung soll das durchgängig sein bis nach Liesdorf. Jawohl. Jawohl, gut. Ich bin immer noch ganz flott und gut unterwegs, etwa so ein 20-21er Schnitt. Ja, läuft ganz gut. Was im Moment ein bisschen nervt, ist, dass die Radwege aufgrund der Hochwassersituation immer noch matschig sind und sich stellenweise wie Schmierseife befahren lassen. Hat auch beinahe dazu geführt, dass ich eben auf der Schnauze gelegen habe. Aber nochmal alles gut gegangen.
Jo. Ansonsten bleibt es dabei, irgendwo nach Saarlouis die erste Pause und dann schauen wir mal, wie der spätere Vormittag so wird. Ja, Kilometer 38 und ein paar. Aber ich halte jetzt Richtung Dillingen. Es läuft ganz gut, Wind kommt, weiß noch, was sieht, irgendwo von hinten. Also muss man sagen, ja, was will man mehr? Und ich merke gerade, ich muss gleich hier die anhaltende Linse putzen, werde ich auch bei der Pause machen und gleich den Windpuschel wieder aufkleben. Jo, es läuft entspannt, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es hier vorne jetzt in meine Richtung ein bisschen so nach Regen aussieht. Und ja, noch eine andere Sache taucht hier am Horizont auf, nämlich Sperrung Nummer 3. Jawohl. Ja. Auch hier ist der Radweg gesperrt. Ich sag mal so, solange das irgendwie gut ausgeschildert ist, ich jetzt drauf zufahre, da kann man ja nicht meckern. Ne? Zur Not muss man halt Komoot rannehmen. Aber das sind dann so die Momente, die einen wirklich ja, Zeit kosten und ein bisschen so ja, an den Nerven ziehen. Ne? Sarah ist in Hillingen und Siersburg. Naja, ist wirklich ein großes Stück gesperrt. Okay, Umleitung und dann schauen wir mal. Also solange man bei der Umleitungsfahreritis solche Wege hat, ja, da kann man ja eigentlich nicht meckern hier. Hinter Dillingen in Richtung ja, Besseringen. Fremersdorf kommt noch. Merzig und dann geht es hinauf nach Mettlach. Diese Straße, jawohl. So kann es den ganzen Tag laufen, ich hätte nichts dagegen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier schon Fremersdorf. Ja, da unten geht es weiter in Richtung Mündung. So, läuft eigentlich immer noch ganz gut. 44 Kilometer, 2 Stunden, 6 Minuten unterwegs. Jo, damit wären wir irgendwann so 4,5 Stunden am Ende der Saar und dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterfahren, nicht wahr? Ja, gibt mehrere Optionen, also in die Eifel hinein, ja, aber wie genau? Werden wir sehen. Kleine Korrektur am Rande. Das ist nicht Fremersdorf, das ist Rehlingen. Ja, laut Ausschilderung kommt Fremersdorf in 6 Kilometern. Nach ein bisschen Umweg über die Straße, ja, bin ich jetzt hier wieder an der Saar auf dem Saarradweg. Ganz offiziell ist der eigentlich gesperrt, warum auch immer. Aber naja, im Zweifelsfalle müssen wir halt zurückfahren. Aber im Moment sage ich mal, das sieht doch mal nicht schlecht aus, okay? Er ist frei. Er ist auch in Anführungszeichen gekehrt. War ja eigentlich alles gut, aber man weiß ja nicht, was noch kommt, ne? Weil man sieht rechts und links, auch hier sind die Schäden des Hochwassers noch zu sehen. Jawohl. Ja, was das betrifft, dann kann man nicht froh sein. Mein erster Termin wäre nämlich in der Woche direkt danach gewesen. Gott sei Dank ist dann beruflich was dazwischen gegrätscht, sodass ich das Ganze ein bisschen verschieben musste. Okay, das Wetter ist natürlich, naja, herb heute Morgen. Aber gut, es ist trocken. Ne? Was will man eigentlich mehr? Man schwitzt nicht so viel. Man braucht keine Sonnencreme, die einem dann mit dem Schweiß in den Augen brennt. Eigentlich alles gut. Eine Pausenmöglichkeit wäre jetzt ganz okay. Beziehungsweise ein Kaffee, würde ich auch nicht meckern drüber. Was man allerdings sagen muss, es ist mal wieder Montag. Und Montag hat die Gastronomie üblicherweise zu. Naja, gut. Da muss ich irgendwie gucken, dass wir das im Mindset mal uns zurechtlegen. Dann schauen wir mal. Vielleicht irgendwo im Supermarkt, wo es einen Kaffee gibt. Ja, aktuell muss ich sagen, macht es gerade sehr Freude. Das hier ist der
sogenannte barrierefreie Wanderweg. Ja, und das nimmt man doch als Radfahrer gerne an, weil das Ding ist perfekt geteert, ist Teller eben und was will man mehr, ne? Jawohl, und Rückenwind habe ich auch noch. Also haben wir doch alles richtig gemacht. Ja, 58 Kilometer, 2 Stunden 46 Minuten bin ich unterwegs. Ja, und ich laufe jetzt irgendwo gleich in Merzig ein. Dann werde ich über die Montclair von der mittleren Saar in die untere Saar fahren. Ja, und dann werden wir diesem schönen Stück bis Konz folgen. So ist der Plan. Jawohl. Ja, Komoot hat wieder einen Holzweg rausgesucht. Ich hätte hier die Treppe hoch sollen. Das machen wir natürlich nicht. Ich fahre jetzt noch ein Stück weiter und dann werde ich mich irgendwann mal rechts halten müssen. Ja, der Berg steht bevor quasi. Und ja, dann müssen wir die Herausforderung einfach mal annehmen. Aber ich trage das Rad keine Treppe nach oben, nicht wahr? Ne? Ja, und auch hier auf dieser Seite ist der Radweg genauso lecker asphaltiert wie drüben eben. Das ist doch einfach eine wunderbare Sache, hier mal entlang cruisen zu dürfen. Jawohl. Ja, hier am Ende von St. Gangolf der Steigung habe ich mich wirklich, oder frage ich mich intensiv, ob es nicht besser gewesen wäre, unten rum zu fahren. Weil, ja, wenn man 10 Minuten hier den Berg hochschiebt, da kann man doch im Flachen doch schon ein paar Kilometer machen. Also einiges an Strecken machen. Aber hier schieben ist eine andere Nummer, ne? Jawohl. So, und heute Morgen, diese Matschwege haben doch ein paar Spuren am Rad hinterlassen. Wie man unschwer erkennen kann, wäre dann irgendwann mal wieder so zwischendrin eine Putzorgie fällig. Insbesondere dann, wenn man plant, das Fahrrad mit aufs Hotelzimmer zu nehmen, dann macht sowas nicht immer Freude, muss man ehrlich sagen. Und deshalb mal gucken, dass ich das heute noch irgendwie ein bisschen sauber kriege. Jawohl. Aber wenn man oben ist und ich muss sagen, es ist frisch, also lang verweilen möchte man nicht, dann hat man auch einen schönen Blick. Geradeaus hier unten, da ist, sieht man die Saar, wo das Schiff ist. Ja, und ansonsten stehe ich hier auf einem Ausläufer des Hunsrücks. Hier. Und ja. Bin jetzt mich noch am Verpflegen, also ein bisschen Malzbier, vielleicht eine Beefy und dann geht es weiter wieder an die Saar in Richtung Saarburg und in Richtung Konz. Jo. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen, wie weit es läuft. Aber eins muss ich jetzt noch machen, jetzt wird hier die Linse geputzt. An der unteren Saar angekommen, jenseits von Mettlach jetzt unterwegs und hier eröffnet der Radweg mit einem Stück an der Straße. Das kann man noch, glaube ich, umfahren, aber der Einfachheit halber lasse ich es hier laufen. Ja, es geht Richtung Saarburg, das ich wahrscheinlich so um Punkt 12 dann erreichen werde. Voraus die Hartsteinwerke Düro mit ihrem Steinbruch, auch eine ganz markante Stelle hier an der unteren Saar. Ja, und das ist jetzt nur so ein Teil davon. Da nimmt man richtig Material weg, wofür auch immer man dieses Material dann nutzt. Die Saar versteckt sich hinter Büschen. Hier zu meiner Rechten ein Wall und dazwischen der Saarradweg. Ja, es geht jetzt Richtung Saarburg.
Ja, auch hier sieht man, wo mal das Wasser war, wo der Dreck drin hängt in den Bäumen. Aber gut, hier der Radweg ist sauber, die Natur blüht schon wieder. Es ist alles so, als wenn nichts gewesen wäre. Aber trotzdem, man sieht es hier noch, was vor 3 Wochen hier los war. Ja, voraus die ersten Vorboten von Saarburg. Die Burg sieht man zwar nicht, oder ganz kurz nur, hier der Turm ist hinter dem Gewerbepark hier verschwunden. Aber so langsam, jawohl, näher ich mich hier dem wunderbaren Städtchen Saarburg. Ja, auf dem ordentlichen Weg. Und dann müssen wir mal schauen, was Komoot in Saarburg für mich bereithält. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann muss ich dort auf die andere Saarseite. Ja, und dann geht es auch schon Richtung Konz. Mal gucken, ob ich hier gerade eine Kilometrierung an der Saar sehe. Nee, leider nicht, aber mehr als, sagen wir mal, maximal 20 Kilometer sind es dann nicht mehr. Bis die Saar zur Mosel wird. Oder in die Mosel mündet, ist, glaube ich, der bessere Begriff. Ja, da hätten wir Saarburg in seiner wunderbaren Pracht. Mit 2 Kirchen, einer Burg und einer wunderbaren, pittoresken Altstadt. So, und wenn ich das richtig sehe, dann geht es für mich jetzt hier vorne über die Brücke und dann jenseits des Passagierschiffes dann eben weiter. Gen Konz. Ne? Ja, schön eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. 85 Kilometer und 4 Stunden hier, Ortsausgang Saarburg. Auch wenn der Weg jetzt hier immer noch gut ist, aber es ist halt Kopfsteinpflaster. Das macht großen Rädern überhaupt nichts, aber meinen kleinen 16 Zoll sehr wohl. Ja, es geht Richtung Konz. Ich lasse Saarburg in all seiner Pracht jetzt einfach mal hier am Wegesrand zurück. Denn an das Ziel, ja, wenn ich es wirklich schaffe, dann habe ich noch einen Hunderter vor mir. Der will erstmal geradelt werden. Also schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ja, öfter mal was Neues am Radweg. Ein kleiner Fuchs. Ja, der schöne Dinge, die man so sieht. Aber so nah einen Fuchs habe ich nicht gesehen. Habe ich bisher nicht gesehen. Da muss man immer vorsichtig sein in der Regel. Wenn sie den Menschen aufsuchen, dann sind die Tiere krank. Dieser hier, denke ich mal, noch stammt aus dem Frühjahr, weil klein, vielleicht noch nicht so erfahren, aber trotzdem lieber Abstand halten, lieber wegbleiben, als irgendwie falsche Hilfe dann diesem Tier zukommen zu lassen. Aber trotzdem, Fuchs in der Nähe, auch selten gesehen. Ja, ich bin in Konz. Ich schiebe mal hier über die Brücke. Ja, es lärmt. Ja, es ist halt PKW-Strecke, kann man nicht ändern. Jawohl. Und da hinten, dort, mündet die Saar in die Mosel. Ja, vielleicht hat der Komoot doch noch ein Einsehen und bringt mich zur Saarmündung. Ja, ich bin auf die andere Saarseite gewechselt. Saarburg an hatte ich ja hier die linke Saarseite. Jetzt bin ich rechts auf den letzten Metern. Jawohl. Dann geht es über eine Brücke, über die Mosel. Und dann fahren wir Mosel
flussaufwärts. Also mein Plan ist dann über die Sauer die Brüm, die Nims an die Kühl. Das ist ein bisschen kürzer, als wenn ich direkt an die Kühl fahre. Und ja, das bringt mich dann meinem Ziel irgendwo in der Eifel dann näher. Ja, die Mosel. Und obwohl sie doch noch ein paar Kilometer bis Koblenz hat, ist das hier doch schon ein recht breiter Strom. Und da hinten, dort sieht man auch, wo die Saar eben in die Mosel kommt. Jawohl, eine Eisenbahnbrücke, einen schönen Radweg nebendran. So hört man das gerne. Und für mich geht es jetzt, wenn ich unten wieder am Moselradweg bin, man sieht ihn hier. Ja, da geht es jetzt gleich weiter in Richtung, ja, der Sauermündung. Ja, hier an der Mosel endet der erste Abschnitt von Saarbrücken bis Konz. Ja, ich habe jetzt das zweite Segment gestartet von Konz in die Eifel. Ja, wo es dann genau enden wird, weiß ich noch nicht. Müssen wir sehen, wie lange die Lust und die Kraft reicht. Fluss Nummer 3, ja, die Sauer und das Ganze auf Luxemburger Seite. Ja, Komoot ist halt der Meinung, dass das kürzer ist, also fahren wir da einfach mal hin. Ja, so, da wären wir da. Ich weiß es nicht, wie lange ich die Sauer als Begleiter habe. Zumindest mal, bis wir an die Mündung der Brüm kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jo, da hätten wir noch irgendwas erreicht. Ich habe ja mal ein Video gemacht, was ich dieses Jahr so alles vorhabe. Da war die Rede von Luxemburg. Gemeint war allerdings die Stadt. Das Land hätten wir jetzt schon, weil ich fahre jetzt in Luxemburg. Und ich lasse es mir weiterhin gut gehen. Ich habe jetzt ein bisschen den Zug rausgenommen, weil ich das Gefühl habe, das wird heute noch ein langer Nachmittag. Und da müssen wir noch ein paar Körner sparen. Ja, hier an der Sauer geht es gerade so ein leichter Schauer runter. Ich werde jetzt das Einfachste und Schnellste noch machen. Einfach Augen zu und durch. Ja, und die Kamera muss jetzt fürs Erste da vorne in die Tasche. Der Rest hoffen wir mal, dass das soweit wasserdicht ist. Aber da vorne die Kamera ist es leider Gottes nicht. Das heißt, die Kamera schon, aber das Gehäuse nicht. Jenseits von Born, und ich bin wieder mit der Kamera online hier. Ja, habe ich einen wunderbaren Radweg. Auch die Straße ist natürlich exquisit geteert und relativ wenig befahren, aber hey, das hier ist doch genauso, wie man es vorstellt. Ja, aber es geht jetzt Richtung Mündung der Brüm und da werde ich irgendwann mal auf deutscher Seite eine längere Pause machen, weil es wäre langsam an der Zeit. Jawohl. Ja. Kilometer 114, eigentlich, es geht mir gut. Keine Probleme, außer am Knie. Die Hosenverlängerung juckt ein bisschen. Aber das wäre eine Sache, einzucremen, dann wäre gut. Aber ich werde sie ausziehen, weil so kalt ist es nicht mehr. Und ja, dann lassen wir den Rest des Tages mal noch so passieren. Ach, also einhändig fahren, ja, am Brompton, das ist immer so eine nicht ganz problematische Sache. Insbesondere wenn man dann noch einen Berg erwischt. Ah gut, was soll's. Es geht halt hinauf in die Eifel. Im Moment ist es so das typische On-Off-Spiel. Mal regnet es, mal ist trocken. Ja, jetzt regnet es wieder. Das heißt, es wird nur zur Not das weggepackt. Der Rest ist eigentlich so weit wasserdicht. Und dann, ja, schauen wir mal. Und jetzt ein bisschen Mehrwert müssen wir noch das Regencape drüber ziehen. Das sieht, glaube ich, auch danach aus. Und dann geht es weiter in Richtung
Brümm. Also dem Fluss. Ja, für mich endet jetzt hier das Abenteuer im Tal der Sauer. Ich werde jetzt, gerade nachgeschaut hier, hier über die Fußgängerbrücke nach Minden, das heißt wieder auf deutsche Seite entschwinden. Ja, schade eigentlich, dass es geregnet hat, dass hier ein bisschen nass vom Himmel gekommen ist. Aber ich habe mir gerade überlegt, ich bin ja eigentlich, ne, die Kamera ist ja wasserdicht, nur das Gehäuse nicht. Ich kann sie ja rausnehmen und hier auf den Magnet nehmen, beziehungsweise ich habe noch nur was, wo man die Kamera reinsetzen kann. Sollte ich eigentlich machen, ne? Gut. Ja, damit verlasse ich das Land Luxemburg. Und hier auf der anderen Seite wäre dann wieder Deutschland. Ja, und hier in der Sauer ist Wasser drin, nicht so knapp, aber alles noch im grünen Bereich, ist alles noch im Flussbett, jawohl. Da vorne steht schon angeschrieben Bitburg, 24 Kilometer, das wäre mein nächstes Ziel. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir uns dann danach irgendwie, weiß ich noch nicht, positionieren, jawohl. Obwohl der Rat hier irgendwas mit der Brümm zu tun hat, habe ich selbige noch nicht zu Gesicht bekommen. Aber es ist trotzdem ein schöner Radweg, den man hier langkurbeln darf. Und wenn ich die Karte richtig interpretiere, dann rollen wir gleich schon über die Nims. Fluss Nummer 5 wäre das dann schon auf meiner Tour heute. Ja. Wird wahrscheinlich noch einer dazukommen, das ist die Kyll. Dann wäre das der Tag der 6 Flüsse. Naja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, das hier, nochmal richtig rumdrehen, das hier sieht aus wie eine Bahntrasse. Ja, man kann gemütlich die Beine rund gehen lassen, trotz Rückenwind. Merkt man es, dass man jetzt, dass ich knapp 124 Kilometer auf der Uhr habe. Jo. Und mal gucken, wie wir lang müssen darunter. Ja, ich ziehe weiter meine Kreise gen Bitburg. Und ja, eigentlich demnächst ist eine Pause fällig, sage ich mal. Ja, unterwegs an der Nims. Und ich muss sagen, das Bichle hat viel Wasser und braunes noch dazu. Ja, und hier gibt es immer, wie hier Sie sehen, so kleine giftige Steigungen. Moment. Muss das doch in sich haben, ne? Lass mal erstmal runter in den ersten Gang, ne? Jawohl. So. Es geht weiter, immer so ein bisschen bergauf in Richtung Bitburg. Die Kyll fließt irgendwo da unten an der Talsohle. Und ja, ich bin ja oben schon so ein bisschen auf der Höhe unterwegs. Ich werde jetzt, denke ich mal, ne, ich komme da nochmal an die Kyll, an die Nims, werde ich nochmal ranfahren, bevor wir dann mal abdrehen in Richtung Bitburg. Jawohl, also hat mal keiner, dann sagen wir einfach mal, dann fahren wir. Jo, wo ist der Plan? Ich denke, Bitburg wird doch irgendwann dann mal eine größere Pause fällig sein. Also langsam 130 Kilometer, das merkt man dann schon. Und da wäre es jetzt mal ganz gut, wenn man die Beine mal ein bisschen hochlegen kann. Ja, ein Blick auf die Nims. Da geht's weiter und da hinten sehe ich einen Pausenplatz, der gar nicht mal so verkehrt aussieht. Und da wird der Heiko jetzt mal hinradeln.
Eigentlich müsste ich ja noch erklären, wie das Spielchen auf dieser Tour läuft. Also von Saarbrücken bis auf die Insel Föhr, das sind 850 Kilometer, die, wenn es ideal läuft, ich durchfahren möchte. So, die Tagesdistanzen sind dann schon mal gewaltig. Und das jeden Tag, 5 Tage lang, ist schwierig. Also, wenn es dann mehr danach ist, oder wenn das Wetter das nicht hergibt, ist es auch durchaus mal drin, dass ich mal mit dem Zug fahre. Und das wird dann für mich kein Fail sein. Also, dann ist es einfach mal so. Und die heutige Etappe, ja, endet irgendwo in der Eifel. Wo genau, weiß ich noch nicht. Ich fahre jetzt erstmal nach von Bitburg, dann geht es an die Kühl. Und wenn ich dann so in Kühlburg bin, dann überlege ich mal, wie das so heute Abend mit der Unterkunft wird. Nicht nur, dass eben an meinem Pausenplatz so eine Skulptur gestanden hat, hier am Weg ist es auch. Ja, die Verschiebung, so heißt das Ding. Naja, okay. Das ist moderne Kunst. Muss man nicht direkt verstehen. Aber okay. Wenn es der Körper braucht, dann soll man es hier in die Lande stellen. Hier vor Bitburg habe ich eigentlich einen wunderbaren Radweg, der einen kleinen Schönheitsfehler hat. Und dieser Schönheitsfehler sind immer so 1-2% Steigung. Das ist nicht wirklich viel, aber Freunde, die merkt man, ohne Frage. Und nach 140 Tageskilometern merkt man die noch umso mehr. Aber es sind 20 Kilometer noch bis Kühlburg, also nach Einkauf 90 Minuten von jetzt. Und ich werde dann dort entscheiden, wo ich dann letztendlich hinfahre, wo dann heute Nacht mein Lager ist. Jawohl, ich habe da so irgendwas so für den Hinterkopf. Ich hoffe, dass noch was frei ist, aber das machen wir erstmal in Kühlburg. Es geht Ortsausgang Bitburg. Ich habe hier gerade noch eingekauft. Ja, und mache mich jetzt auf den Weg an den letzten Fluss des Tages, nämlich die Kühl. Und der folgen wir dann noch ein bisschen gen Norden. Jawohl. Auch wenn er ein bisschen verwaist ist aktuell, weil hier nur Busersatzverkehr fährt, der Bahnhof von Bitburg. Jawohl, ich bin in Bitburg-Erdorf angekommen und bin jetzt unterwegs in Richtung Kühlburg. Das wird dann vermutlich die letzte große Steigung. Einmal hier den Anblick der Kirche genießen, bevor ich dann gleich irgendwann mein Leben prompt herlaufe. Ich habe vorhin schon an einer Stelle schieben müssen, weil es nicht mehr gegangen ist. Also so aktuell jetzt werden die Beine, ich will nicht sagen schwer, sie werden ganz schwer. Ja, wer oben ist, hat eine schöne Aussicht. Aber hier hoch, das war ein harter Kampf. Ja. Ganz oben bin ich noch nicht, aber das ist jetzt fahrbar. Ja, bevor es runter ins Tal geht, auch ein Blick auf die Kühlburg. Jawohl. Ja, für mich geht es jetzt hier gleich einmal scharf rechts um die Ecke. Und weil es hier ordentlich bergunter geht, machen wir die Kamera. Ja, weg. Ja, öfter mal was Neues. Ein Tunnel. Hoffentlich sieht man genug. Ja, da vorne wird es schon wieder hell. Wow. Also so geht auch Radweg. Ne? Die Gleise liegen
zu meiner Rechten. Ja, ich darf hier quasi an der Seite fahren. Ist eigentlich wunderbar. Nur einhändig fahren ist natürlich auch hier im Dunkeln immer so eine Sache. So, et voilà, das Tageslicht hat mich wieder. Ja. Ja, das war Kühlburg und ich suche mal jetzt irgendwo eine Bank. Da gibt es erstmal noch was zu essen und dann geht's weiter gen Norden. Hier entlang der Gleise hat der Kühlradweg natürlich einen gewissen leichten Charme. Gut asphaltierter Weg und aktuell flach. Ja, so kann man es mögen. Muss ich allerdings sagen, da hatte ich heute schon andere Geschmacksrichtungen hier von dem Weg. Zwei Schiebestellen mit mehr als 15% Steigung. Ja, und wenn man dann sich eine 12er hochquält, alle 100 Meter stehen bleiben muss, dann ist es zwar, sage ich mal, mit der Fitness ganz okay, aber punktuell hapert es dann doch ein bisschen. Ja, und ich weiß jetzt, wo ich übernachte. Hier fährt ein Zug. Cool. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß jetzt, wo ich übernachte. Ich werde bei den Kriminalisten in Hillesheim übernachten. Und das Interessante ist, hier fährt ein Zug. Die Eifelstrecke ist seit dem Hochwasser 2021 immer noch gesperrt, sodass man damit nicht abkürzen kann. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen gebraucht heute, aber okay. Ja, das heißt, der Tag endet in rund 25 Kilometern. Dann habe ich 190 auf der Uhr. Ja, das sollte dann für heute reichen. Also ich muss ja sagen, es ist immer so, das Erste, was bei so Radtouren immer anfängt weh zu tun, ist der Hintern. Aber die Kombination aus neuer Radhose und billigem Sattel funktioniert. Also ich bin jetzt 160 Kilometer wirklich hier, 165 Kilometer unterwegs, 8,5 Stunden Radelzeit. Und ich muss einfach sagen, ja, passt. Tut nichts weh, brennt nichts, scheuert nichts. Ja, was will man dazu sagen? Und die Hose kommt aus einem französischen Sportsupermarkt und hat mal schlappe 39 Euro gekostet. Und der Sattel war billiger. Ja, und wenn die 26 Kilometer oder 25 jetzt noch hier auf diesem Geläuf zu machen wären, ja, das wäre schön, aber da kommt noch was. Sagen wir es mal so, jetzt mit einem Bett ist die Sache ein bisschen entspannter, aber ich weiß natürlich, dass noch das eine oder andere Mal Grütze hier auf dem Radweg kommt, denn sowas wie hier werde ich wohl nicht bis ganz zum Ende fahren können, weil da noch ein paar Höhenmeter kommen. Jawohl, zum Thema Kühl. Also der Radweg hier heißt Kühltalradweg, beziehungsweise wenn Mosel, Eifel oder sowas in der Richtung. Ja, das ist natürlich schön, aber da man von relativ flach, also Trier, kommt und hier zur Quelle relativ hoch hinaus muss, da ist halt flussaufwärts hier ein bisschen Essig. Ja, ich habe mal die Regenklamotten soweit zurückgebaut. Und dann ist mir hier dieser Baum aufgefallen. Eine Sequoia. Also ein Mammutbaum, sowas sieht man auch nicht alle Tage.
Ja, da diese Dinger ewig groß werden, kann man da natürlich seinen Kindern und Enkeln Spaß machen, wenn man sowas mitten in den Garten pflanzt. Die können sich dann nachher mal drum bemühen, wie man das Ding dann wieder wegbekommt. Aber hier ist es egal, hier kann es von mir aus stehen bleiben, noch die nächsten 300 Jahre. Und dann wäre es eigentlich ganz gut. Ja, irgendwie erinnert mich diese Gegend so ein bisschen ans Kinzigtal. Letztes Jahr eine flache Talsohle zum Radeln und rechts und links hier die Berge. Ja, das wird auch hinter mir so aussehen, denke ich mal. Ja, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer noch. Unter knapp 20 werden es noch sein. Jo, es geht voran. Und dank ausbleibender Höhenmeter oder ganz langsam zunehmender Höhe geht es auch relativ zügig voran. So, egal wie es ist. Hier gibt es irgendwo was zu trinken. Dann nehmen wir erstmal eine Probe. Also ja, müssen wir echt mal zumachen. Oh. So, hoffen wir mal, ich habe keinen Fehler gemacht. Das Zeug ist arg salzig. Ist halt ein Mineral- und Heilwasser. Hat trotzdem mal eine Flasche abgefüllt. So, und ich muss ehrlich sagen, ob ich die in der Form trinken kann, trinken werde, das wird sich noch zeigen. Also, ich habe mich ja eben an der Lindenquelle verpflegt. Ein halber Liter mitgenommen. Das Zeug schmeckt natürlich extrem salzig, was eigentlich bei der Belastung heute mir zugute kommt. Es ist ein natürlicher Säuerling, es ist natürliche Kohlensäure drin und das Ding schmeckt nach Eisen. Ansonsten halt ein Eifler Mineralwasser. Nun denn, ich werde es mal in der Flasche lassen, mal gucken, was passiert. Und naja, vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, in Gerolstein ein bisschen meine Getränke aufzupeppen. Ansonsten morgen früh. Was für eine Landschaft, Freunde. Jawohl. Anstrengend bis zum geht nicht mehr. Aber knapp 6 Kilometer noch bis zum Bett. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich echt froh drüber. So, die Uhr zeigt 188 Kilometer. Dann gehen wir fast an die 200. Wird dann ein langer Tag heute. Ja, die letzten Meter. Gravel. Noch 2,5 Kilometer bis zum Ziel. Der Hillesheimer Barfußpfad. Ja, das wäre sicherlich mal interessant. Ich habe da immer Schiss, dass man was reintritt, was dann hinterher operativ entfernt werden muss und sofort zum Ende der Tour führt. Jawohl. Ja, die Häuser gehören schon zu Hillesheim, das heißt, gleich habe ich es geschafft. 10 Stunden auf dem Bock und wir wären da. Ja. Und hui, sind wir da. Ne? Hast du gleichzeitig Feierabend. Ja, kommen wir noch zum Fazit hier aus Hillesheim. Ich übernachte heute bei den Kriminalisten. Man sieht das ja im Hintergrund, der Pater Braun grüßt von der Wand. Ja, waren heute 100
94, 195 Kilometer auf dem Prompten. Das geht. Aber ich sage es auch, wie es ist grenzwertig. Irgendwann fehlt dann wirklich die. Es fehlt an allem, was zum Fahren, was man zum Fahren braucht, wobei das mehr so meine Sache ist, nicht das, was das Prompten so dazu stellt. Eigentlich muss man sagen, so 150 bis 170 Kilometer und das Ding ist durch, aber gut, es ging nicht anders für hierher. Da waren halt mehr Kilometer eben notwendig. Ja, war eine schöne Tour, ein bisschen an der Sauer geregnet, ansonsten eigentlich trocken, nicht so warm, der Wind aus der richtigen Richtung. Und ja, ich bin jetzt in der Eifel, 1200 Höhenmeter in den Beinen, fast 200 Kilometer und das tut dann schon weh, ne, muss man ehrlich sagen. Ja. Das hat mal jemand gesagt, ist das Promptenfahren bequem? Nein, nicht wirklich, aber es macht süchtig. Ja, stimmt, man denkt immer, es geht weiter, man kann irgendwie weiterradeln, aber man muss wirklich in sich hineinschauen und in dem Moment auch dann sagen, okay, es reicht heute. 194 Kilometer auf dem Prompten sind eine ordentliche Leistung und dann ist auch gut. Ja, das war der erste Tag und wenn man so einen Ausblick auf den zweiten Tag hat, dann wird das morgen irgendwo ins Ruhrgebiet gehen. Entweder ins Ruhrgebiet oder übers Ruhrgebiet rüber. Ich habe jetzt gerade eben beim Essen noch nachgeschaut, wie das mit den Hotels morgen aussieht und oh Wunder, ich könnte was kriegen in Bochum. Mache ich spontan morgen früh. Das wären dann 170 Kilometer, das wäre genauso, genau die Distanz, wo man sagen muss, reicht. Ne? Und ja, alles andere wird sich morgen zeigen. Heute Tag ist soweit, dann in trockenen Tüchern und dann wollen wir es auch damit belassen. Ja, ich habe jetzt Kamera runtergeladen, die Bilder soweit gesichert. Ich werde jetzt hier noch alles aufladen, was ich brauche. Ich brauche ja keinen Akku mehr aufzuladen, weil ich bin ja Bio unterwegs. Und ja, hoffe auf eine ruhige Nacht und morgen früh geht es dann weiter auf das Dach der Tour. Also morgen werde ich den höchsten Punkt überqueren und dann geht es hinunter nach Köln und eben auch ins Ruhrgebiet. So, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und bis demnächst.